Zwei Armhütten haben wir noch. Und wir haben drei. Ah, du musst jetzt mal ausgebaut werden. Wir haben drei Apotheken, die noch arm sind. Dementsprechend sollte es alles gehen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt nicht aus Versehen zu weit expandieren und die 150 überschreiten. Schon unterwegs. Ja, wisst ihr was? Ah, nee, wir haben noch die Käserei, die nicht reich werden kann. Es ist physisch unmöglich für die reich zu werden im Moment. Dann in dem Fall nehmen wir noch. Haben wir über. Wir nehmen noch einen Räucherer. Edelsteine. Oh. Schon unterwegs. So, wir setzen mal die Steuern runter. Damit die Leute doch wirklich reich werden können. Das wird Ewigkeiten dauern, solange wir nicht beschleunigen dürfen. Gehen wir einmal hier rüber mit Hakim und aktivieren die Sonnenuhr. Aber danach wird es halt sofort rund gehen. Nur macht es keinen Unterschied, weil wir jetzt ohnehin nicht beschleunigen können. Erst ab Herzog dürfen wir das. Ich speichere einfach schon mal. Wir haben Soldaten, um auf etwaige Überfälle zu reagieren. Was wir nicht haben, sind Hoffnung. Träume und Wünsche. So, einfach noch Soldaten reinpumpen. Ich mich oder zählen die hier einfach, die bekehrten Leute, einfach nicht als Soldaten? In dem Limit. Wir sind schon sehr, sehr weit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das sind 66. Plus 18. Okay, geht doch wahrscheinlich auf. Wir können 66 plus 18, dann kommen wir auf 84. Aber irgendwie zählen 5 weiße Soldaten mit rein. Der Rest aber nicht so wirklich. Das ergibt keinen Sinn. Okay, nochmal kurz drüber nachdenken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, das sind 66. Da kommen 18 drauf. 84. Wir sind irgendwie bei 89. Wenn ich davon ausgehe, dass jeder dieser Trupps als ein Soldat zählt, ergibt das trotzdem keinen Sinn, weil wir 4 Trupps haben. Das heißt, wir würden auf 88 kommen, nicht auf 89. Was ist hier los? Also 4, 10, 11, 4, 10, 13, 17. Ich habe keine Ahnung, was möglich ist. Aber von mir aus. Wer ist noch arm? Nein! Knapp. Hakim, congratulations zurück. Ich habe jetzt so viel Zeit vertrödelt, dass du eventuell aufsteigen kannst. Wir müssen nur schauen, wer noch arm ist. Der. Da kann ich gerade relativ wenig dran ändern. Denn wenn wir den aufsteigen lassen, dann haben wir ein neues Problem im Hals. Krankheiten. Und solange wir keine Kräuter haben, will ich das nicht. Ich meine, wir haben ein bisschen Medizin auf Reserve.
Aber es kann von mir aus auch gerne so bleiben. Wir müssen nur darauf warten, dass der jetzt gerade noch ein paar Einnahmen erzählt. Da wir die Steuern disqualifiziert haben, könnten wir theoretisch sagen, dass der Räucherer der Einzige ist, der essen darf. Oder der gegessen werden darf. So. Da wir sowieso keinen Käse haben. Das heißt, jetzt müsste hier gleich der Fisch gegessen werden. Danach können wir das Brot wieder zulassen. Das Geld würde nicht abgeschöpft werden in der Zwischenzeit. Schub! Kann bitte jemand hier essen? Ich möchte die Fähigkeit haben, Mauern zu errichten. Einer ist hier, der andere ist hier und das sollte ja gehen. Ah, sie geht was zu essen holen. Sehr gut. Und da ist der zweite und das ist auch noch nicht genug, weil der hier produzieren muss. Ein Teil von mir erwägt fast schon Krankheiten auszulösen, nur damit die hier Einnahmen erzielen dürfen. Ich meine, wir werden gleich eine Hungersnot haben, weil wir nur dieses bisschen Fisch haben. Und der produziert gut, während der hier einfach erbärmlich produziert. Weil er halt nicht ausgebaut ist, aber das sehen wir dann. Sind eigentlich alle... Nein, Moment, wir haben noch den Außenposten hier oben nicht ausgebaut. So. Und Aufstieg. Zusammen sind wir weit gekommen. Dieser neue Titel ehrt mich. Gut, ihr dürft alle wieder essen. Alles klar. 18 Banner, 40 Unterhaltung. Muss bereitgestellt sein. Und ganz genau 150 Einwohner für den Herzog. Ja gut, gehen wir uns um die Plage kümmern. Wie ihr wünscht. Damit wir wieder beschleunigen dürfen. Jetzt wird aber erstmal gespeichert. So. Eventuell sollten jetzt halt gleich Kräuter wieder wachsen können. Gehe ich von aus. Damit die Pflanzen wieder wachsen können, klingt sehr stark nach Kräutern. Das Lagerhaus ist voll. Oh, wirklich? Sehe ich. Ein Karren wurde ausgesandt. So. Ei. Mach an. Lass die Palmen am Strand da wachsen. Die Strandgebiete von Kaiawa sind eine einzige Einöde. Wie vom Brahmasand wachsen plötzlich wieder wunderschöne Palmen und Sträucher. Fisch und Wild kehren das Gebiet zurück. Oh. Das ist ein Grund zu feiern. Gut. Jawohl. Wie ich sehe keine verdammten Kräuter. Sofort. Aber ich sehe den Grundstein aufzuheben. Ah ja, das nenne ich einen Strand. Ich könnte die Gebiete jetzt einnehmen, wenn ich will. Ziemlich sicher, dass wir das wollen. Ob ich diesen Teil des Landes alle Sonnen gefunden habe? Ich sollte nach einem Übergang zu anderen Gebieten suchen. Speichertipp. Ja. Wäre auch mein Gedanke. Aber ich sehe keine Kräuterspiel. Wo sind die Kräuter? Wir können nicht weitermachen ohne Kräuter. Es sei denn, ich reiße ein paar Sachen ein. Aber erstmal Schub. Schub ist wieder erlaubt. Okay, wo sehen wir den Übergang? Da oben sehe ich Kühe. Okay,
Ist hier irgendwo die Möglichkeit eines? Nein. Oh, doch. Hier hinten. Das muss aber befestigt werden. Verstanden. Jawohl. Sofort. Die Regenzeit hat eingesetzt. Sofort. Ich hätte gerne Kräuterspiel. Sofort. Verstanden. Brauch Kräuter. Findet keine Fische mehr. Ja. Oh nee, das ist ein bisschen sehr uneben. Könnte nur Probleme mit sich bringen. Hier allerdings, hier ist gut. Steinmauern. Halt, da war gerade eine Möglichkeit. Findet keine Fische mehr. Das sieht sehr undurchlässig aus. Gut. Also ich sehe nie wieder Wildprobleme auf uns zukommen mit den aktuellen Gebieten. Aber andere Probleme werden schon auf uns zukommen. Dieser Straßenabschnitt verschwindet. Hier wird eingemauert. Wir haben ein Territorium eingemauert. Des Weiteren würde ich sagen, all die Palisaden verschwinden erstmal. Wir wechseln komplett auf Steinmauern über. Auch hier oben setzen wir auf Steinmauern. Nun, da wir dürfen und weil wir wirklich mehr als genug Steine haben. So. Sehr schön. Das Lagerhaus ist voll. Ach ja, und hier auch. Einmal ausbauen und einmal kurz unsere ganzen Steinvorräte verbrennen, weil wir schon noch ein bisschen was an Nachschub bekommen werden. Wieso ist das so uneben? Spiel? Was erzählst du mir von wegen Unebenheiten? Ebne es ein. So nämlich. So nämlich ist, wie wir es wollten. Wieso existierst du noch? Das Lager. Hier sind natürlich überall noch verdammte Steinabschnitte. Steinabschnitte. Palisadenabschnitte. Das hier geht übrigens weg. Der Hüter wird bestimmt sehr glücklich sein, wenn er erfährt, dass wir ihn einfach eiskalt belogen haben. Nun.
Okay, hier will er scheinbar automatisch anschließen. Sicherheitshalber möchte ich aber noch einen weiteren Anschluss setzen. Wir schauen einfach mal, was dabei rumkommt. Schon unterwegs. Sofort. Und ob man hier einfach dran vorbei kann. Wie ihr wünscht. Was mich sehr unglücklich machen würde, wenn man das könnte. Verstanden. Sofort. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Ei. Alles klar. Scheinbar kann man das nicht. Alles gut. Klar. Ach, jetzt noch ein Abschnitt. Das Lagerhaus ist voll. Dem Spaß hier um vertraue ich auch nicht so wirklich. Ich würde hier gerne eine kleine Einebnung durchführen. Einfach damit wir wirklich befestigen können. So. Sicher ist sicher. Das Lagerhaus ist voll. Ich weiß, dass es voll ist, aber es ist mir egal. Zumindest im Moment. Wir haben wichtigere zu tun. Wir haben größere Fische zu braten. Fische aus Stein. Moorförmige Fische. Geh mir weg mit deinem Gerede von wegen blockiertem Gelände. Ich kann mich nicht daran gefragt zu haben. Ich kann mich allerdings daran erinnern, einfach eine Ansage gemacht zu haben und die war befestigt den Spaß. Dann halt so. Hoffen wir wirklich, dass diese Stadt nicht irgendwie in eine Situation gerät, wo da einfach plötzlich Truppen stehen, die uns ärgern wollen. Denn dagegen können wir dann sehr, sehr wenig machen, weil wir den Außenposten zu nah an der Brücke gebaut haben. Und wir können die Brücke nicht in diese Richtung befestigen. Gut. Ich würde außerdem sagen, dass ich diesen Tempeln nicht vertraue. So gar nicht. Entsprechend. Machen wir die ein bisschen dicht. So. Das Lagerhaus ist voll. Ich weiß. Okay, den hier können wir, da, gegen den können wir nicht viel machen. Der ist zu fest eingebunden. Der hier wiederum ist einfach. Wir sitzen an der Straße. Der einfach. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher, ob der so einfach ist. Okay, zuallererst. Brauchen wir ein bisschen Fläche. Das Lagerhaus ist voll. Ein Fischer findet. Es ist zum Schutz des Tempels. Es ist für den Denkmalschutz. Genau. Aus Denkmalschutzgründen müssen alle Leute, die da drin sind, drinnen bleiben. Glaubt mir, es ist zu eurem eigenen Besten. Wir wollen doch nicht, dass ihr mit der Außenwelt in Kontakt kommt und dadurch euer kulturelles Erbe verliert, weil ihr kontaminiert werdet. Stellt euch vor, sonst eignen sich noch Leute eure Kultur an. Das geht nicht. Der einzige Weg, um eure Kultur reinzuhalten, ist Segregation. Okay, das ist etwas ausgesprochen Schreckliches, was ich da gerade gesagt habe. Verteilen wir da Katapulte, weil das der einzige Ort ist, wo ich wirklich gerade damit rechne, dass ein Angriff passieren wird. Wie viel Eisen haben wir? Okay, wisst ihr was? Vergesst, was ich gesagt habe. Katapulte überall.
Wir haben 500 Eisen. Das Lagerhaus ist voll. Oh. Einmal komplett überall die Mauerkatapulte hochzimmern. Oh, die Brücke haben wir nicht besetzt. Oder befestigt. So. Mit eurem komischen Belagerungsgerät könnt ihr im Zweifel nämlich komplett vergessen. Ist das teuer? Ja. Ist das wert? Wahrscheinlich nicht. Tun wir es dennoch? Ja. Absolut. Das Lagerhaus ist voll. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass das Lagerhaus voll ist. Aber wir arbeiten gerade dran, indem wir aggressive Verschwendung durchführen. So. Was wir in erster Linie verschwenden, ist Geld. Wir haben gerade so viel Geld einfach zum Fenster rausgeschmissen. Moment, der Boden hier gehört uns. Das Lagerhaus ist voll. Schöner Wasserfall. Aber der Boden hier gehört schon uns. Ah, das ist interessant. Auf euren Befehl. Behalten wir es im Hinterkopf. Okay, die haben Soldaten. Das ist jetzt auch zu eurem eigenen Schutz. Wir bauen euch eine Stadtmauer. Oh nein, unsere Architekten sind Vollidioten. Die haben sich plötzlich entschieden, die Mauer falsch rumzubauen. Nun, jetzt haben wir schon so viel Geld in die Planungsphase investiert. Da müssen wir leider einfach durchziehen und so tun, als wenn es immer gewollt gewesen wäre. Das stört euch ja bestimmt gar nicht. Ich bin viel zu paranoid für diese Welt. Es ist zu eurem eigenen Schutz. Vor mir. Ganz spezifisch vor mir. Und den schrecklichen Dingen, die ich jeden einzelnen Tag sage. Und wir können dann direkt hieran anschließen. Weil das sehr clever aussieht. Das Lagerhaus ist voll. Und entsprechend kommt noch ein Tor nach dahin und ein Anschluss nach hierhin. Und einer nach... Oh Gott, das ist eine Katastrophe hier. Aber wir arbeiten dran. Ich weiß nicht, wie durchlässig dieses Gebiet... Okay, so ist es nicht mehr durchlässig. Sehr gut. Wobei das hier noch ziemlich durchlässig ist. Wie sieht es überhaupt aus? Ach so. Ach so sieht das hier aus. Oh, das ist natürlich etwas. Dann befestigen wir die Brücke ein bisschen anders. Das Lagerhaus ist voll. Was heißt denn zu wenig Stein? Ist es überhaupt möglich? Ich meine, scheinbar, aber warum? Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. So. Wollen die etwas Eisen kaufen? Ja. Verstanden. Alles klar. Okay, die Eisenproduktion legen wir mal ganz kurz still. Jawohl. Und dann gehen wir hier weiter und speichern. Weil wir jetzt so viel gesichert haben, dann müssen wir den Spielstand direkt hinterher sichern. So. Alles klar. Oh, Vorsicht!
Wenn ihr sicher seid, dass ihr stark genug seid, könnt ihr mich in den Gang setzen, um die Felsen zu sprengen. Ich hoffe, ihr habt gespeichert. Bringt die Armeen hoch. Du wirst es nicht wagen, mein Land zu betreten. Schlimm genug, dass sich der Hüter der Dupagari als Verräter erwiesen hat. Hier hast du einen kleinen Vorgeschmack auf das, was dir blühen wird. Nein, meine Ehefrauen! Wenn du glaubst, dass du alle meine Dupagari lösen kannst, hast du dich geirrt. Ich werde dich zertreten wie eine Kakerlake. Oh nein, mein Shiva. Diese elendige Hexe. Wenn sie glaubt, dass sie mich einschüchtern kann, so hat sie sich geirrt. Also ich fühle mich ausgesprochen eingeschüchtert. Aber wir haben gar nicht mal so viele verloren. Bringt die Soldaten hoch. Ach ja, hier fehlt aus dem noch ein bisschen Mauer. Repariert die Kirche, baut alles andere wieder aus. Viele Gebäude standen halt nicht auf dem Gebiet, dementsprechend hat es die nicht zu sehr erwischt. Das hier allerdings, das provoziert mich schon ein bisschen. Die Käserei spielt gerade auch keine so große Rolle, die kann einfach so bleiben, wie sie ist. Die haben wir ursprünglich gebaut, um mit der Kollekte ein bisschen mehr rauszuziehen. Und dann haben wir ganze zweimal gebetet und das nie wieder angefasst. Die Regenzeit hat eingesetzt. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Geht's den Sammelgebäuden gut? Oh, warte, wir haben eine Gelegenheit. Wir haben die einmalige Gelegenheit, jetzt den Bannermacher zu bauen und zum Herzog aufzusteigen. Weil so ein paar Gebäude für uns ein bisschen gekürzt wurden. Ah ja, es hat auch ein paar andere erwischt. Dann müssen wir gleich nochmal rübergehen und ein bisschen Inventur machen. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Da, 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 da. Die Mauern und sowas sind alle heile? Scheinbar. Genau, ich wollte hier absichern. Da fehlte nämlich noch ein Tor. Ist das schrecklich? Das ist schrecklich. Egal, es ist zumindest abgesichert. Die Zeit ist vorüber. Zumindest fühle ich mich jetzt gerade ein bisschen sicher. Ich kann es kaum erwarten, bis hier Truppen erscheinen, die einfach hier lang rennen und einmal hier oben rüber gehen. Wir brauchen hier noch eine Mauer. Ich weiß nicht, wie wir das hier absichern können. Oder ob. Das muss dann wahrscheinlich erstmal mit Steinmauern vorgebaut werden. Hier ist sehr viel Blocking drin. Ich kann die Katakomben also nicht ein bisschen vorschützen. Können wir da Mauern langziehen? Hier so entlang. Das ginge. Und das ginge. Und das ginge. Sehr schön. Okay, damit funktionieren die Sachen. Wer zur Hölle ist Markus? Den Hüter haben wir noch nicht eingebunkert. Das mache ich erstmal mit Palisaden. Wollte ich mit Steinen machen, aber dann hat sich herausgestellt, dass wir jetzt nicht mehr so viele Steine haben. Und warten müssen, bis sie zusammenkommen. So, ausbauen.
Das Herzogtum können wir nämlich locker erreichen. Jawohl. Übrigens, Gruppe 3 gemeinsam. Wir könnten theoretisch den Holzfäller einstampfen und hier rüber verschieben. Oder wir reißen einen oder zwei Minenarbeiter ein, um mehr Steine hier fördern zu können. Das war natürlich der teure. Den hätten wir nicht weg. Der mit dem viel mehr Eisen drin. Den hätten wir nicht wegschmeißen müssen. Egal. Wird schon gehen. Ist schon in Ordnung. Dann im gleichen Atemzug setzen wir zwei neue Steinmetze hier rüber. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Ah. Halt. Moment. Kurz über nachdenken. Okay, ich hab zu viel gedacht. Ich hab's kaputt gemacht. Können wir das wieder ein bisschen end kaputt machen? Ich meine reparieren. Ich würde liebend gerne hier den Anschluss irgendwie wieder schaffen, aber dafür müssen die Straßen kurz ein bisschen nachkorrigiert werden. So. Okay, gut. Okay, hoffentlich hat das jetzt geholfen. Hat es. Sehr schön. Warum? In Ordnung, dann kann man immer noch arbeiten. Irgendwie immer. Wieso? Hier war doch gerade eine Stelle, wo es gegangen ist. Warum geht es jetzt nicht mehr? Warum, Spiel, weigerst du dich, meinem Willen zu folgen? Da war es wieder. So. Gut, hat geklappt. Alles Weitere ist egal. Damit können wir uns wieder ein bisschen sicherer fühlen.